Läuft alles? Ja, du wolltest uns jetzt ja ein Lied mit der Ukulele spielen. Der Text und die Melodie. Der Text ist vom Richard Anlauf und die Melodie ist von meinem Freunde. Martin Eichholz. Also sind beide Schlesier? Ja. Also ihn habe ich gekannt, wir waren befreundet. Richard Anlauf habe ich nicht gekannt, leider. Also eine schlesische Weise. Eine schlesische Weise. Und erst nach dem Kriege entstand er. Und der Eichholz, der spielt ja auch heute noch? Ja, der holt bis zu seinem Alabnehme. Ah. Der hat bis zu seinem Tode oder Musik gemacht. Mhm. Der hat fantastisch gesungen. Von dem hast du viel gelernt? Ja, mit dem habe ich auch viel gemacht. Viel gemacht. Also, jetzt immer denke ich an der Heme. Immer denke ich an der Heme, an die Schlesing lieb und traut. Bunte Wiese, grüne Beeme, wie ist der Herrgott hingebaut. Und der Zwischalappagiebel, oi, das weite Land so schön. Do der Hängerleit, mein Stiebel, du den musst mich wieder ziehen. Do der Hängerleit, mein Stiebel, du den musst mich wieder ziehen. Ach wie gerne, tät ich wieder dorthin ziehen. Ach wie gerne, in se Hemde ist so schön. Blank, viele blank geputzte Sterne flimmern jede Nacht vorbei. Und des Mondes Stalllaterne leucht mir einmal Stieblanei. Ufte packt mich, du ist banger, tät ich wieder Bale fliehen. Jetzt bin ich Stecker geblieben. Ich fang nochmal an. Alles gut. Viele blank geputzte Sterne flimmern jede Nacht vorbei. Und des Mondes Stalllaterne leucht mir einmal Stieblanei. Kennt ihr die? Ufte packt mich, du ist banger. Bale tät ich wieder fliehen. Tät ich bloß zu dir gelangen. Bob, so kann's von mir aus gehen. Kenn ich bloß zu dir belangen. Bob, so kann's von mir aus gehen. Ach wie gerne, tät ich wieder dorthin ziehen. Ach wie gerne, in se Hemde ist zu schön. Jeder Morgen gibt die Sonne, lieber Männer, Hemde auf. Und sie scheint mit Lust und Wonne auf mein Hemde Stiebler drauf. Kennt ich dich am Mol umarmer, kennt ich sagen, wie dir's jetzt geht. Liebe Sonne, hopp, erwärmer, nimm mich doch ein bisschen mit. Liebe Sonne, hopp, erwärmer, nimm mich doch ein bisschen mit. Ach wie gerne, tät ich wieder dorthin ziehen. Ach wie gerne, in se Hemde ist zu schön. Wunderbar. Ja. Es wird ja darin, du hast gesagt, das ist nach dem Krieg, also quasi auch nach der Vertreibung entstanden. Da, man hört ja da so raus, dass es um die Sehnsucht nach der Heimat geht. Ja. Da ist es so schön. Ja. Wie ist dein Heimatbezug oder dieses Heimweh? Ich bin gleich nach der Grenzöffnung, das heißt nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, bin ich in Breslau Mitglied des Deutschen Freundschaftskreises geworden. So 1990? 1990 war das. Mhm. Und da gab es. Nach der Wiedervereinigung, nach der Wende. Nach der Teilvereinigung. Ah. Nicht nach der Wiedervereinigung. Wiedervereinigung haben wir ja gar keine. Mhm. Was wäre eine echte Wiedervereinigung? Wenn alle Teile, die vorher also bestanden haben, einer selber Form wieder bestehen, wie es vorher war. Also jetzt BRD und DDR zusammen ist keine. Nee, das ist eine Zweidrittelvereinigung. Es fehlt ja noch ein Drittel. Mhm.
Also es fällt Ostpreußen, es fällt Westpreußen, es fällt das Sudetenland und so weiter. Wie geht's dir damit, wenn man von Ossi spricht oder wenn man nach Mitteldeutschland fährt und man sagt dann, man fährt nach Ostdeutschland? Wie geht's dir damit, wenn die, wenn heute im heutigen Sprechen oder Neusprech, ja, Neusprech. Man quasi nach Dresden fährt und ja, man fährt nach Ostdeutschland? Da kriege ich Bauchschmerzen. Ja. Da kriege ich Bauchschmerzen. Und was bedeutet das wirklich Ostdeutschland? Das, ich habe 1987, und das habe ich schriftlich, eine Anfrage gestellt ans Bundesinnenministerium. Bitte definieren Sie mir den Begriff Ostdeutschland. Kannst du Ministerium deine Frage? Ja. Und da kam von einem Ministerialdirektor Jansen, ich habe das noch, die Antwort. Ja. Heute wäre der ein Nazi. Täter sie dann als Nazi. Also mit Amt und Siegel. Unter Ostdeutschland, mit amtlichem Siegel. Unter Ostdeutschland werden in aller Regel die Ostgebiete des Deutschen Reiches verstanden, die also sowjetisch bzw. polnisch besetzt worden sind und, und irgendwie nicht zu Deutschland jetzt nicht mehr. Und unter polnischer bzw. sowjetischer Verwaltung stehen. Das ist Ostdeutschland. Hat sich da für dich was gewandelt? Also es ist das für dich heute eben, ja, das war ja Ostpreußen, Königsberg, ja. Westpreußen, Pommern, ja. Ostbrandenburg, ja. Schlesien oder Niederschlesien, Oberschlesien. Ja. Ich kriege eine Wut, wenn ich Ostdeutschland höre und dem Mitteldeutschland. Das ist einfach nicht. Dann wäre ich nach dieser Logik, wäre ich ja ein Pole und dürfte nicht zur Wahl gehen. Mhm. Der Bundespräsident Steinmeier, dessen Mutter Breslauerin ist, ja, da hatte die Unverfrorenheit zu sagen, jetzt für ein paar Wochen, ja, wenn ich in Breslau geboren worden wäre, er ist ja dann später im Westen geboren, dann wäre ich heute ein Pole. Ja, ich bitte Sie, Herr Steinmeier, was ist denn das für eine Redeweise? Sie wären doch kein Pole. Der Christian Lindner, also der im Bundestag in der FDP eine hohe Position hat, der ist mal gefragt worden mit Deutschen, also Deutschsein überhaupt. Und dann sprach er davon, die aus Ostdeutschland bzw. Oberschlesien, Schlesien stammen. Sind keine Deutschen. Das wären ja gar keine Deutschen. Aha. Und dann gab er dieses Beispiel, das sieht man ja an dieser Filmfigur, hier Tatort. Ja. Ja, die ganze Zeit Schimanski. Ja, die wären ja aus Polen da gekommen. Das, die würden als Deutsche gelten, aber das wären ja gar keine. Ach, gell. Und also die haben eine ethnisch Deutsche, geht's gar nicht. So viel Idiotie. Ich habe ihn dann auch angeschrieben. Ich habe dann Freiraum, in dem Sinne, das wird ja wahrscheinlich nur dem politischen Zeitgeist, also politischer Korrektheit gewidmet sein oder geschuldet sein, dass ich quasi keine Kenntnisse hätte, was Ostkunde angeht. Ja. Ich habe natürlich keine Antwort gekriegt. Ja, ich habe eine Bestätigung gekriegt, dass ich es bekommen habe. Nicht die geringste Ahnung. Also ich gab einfach die Siedlungsgeschichte faktisch über, also was denkst du, dass wie heute damit umgegangen wird? Ja. Ist der Osten per Gewalt überfallen worden, kriegerisch? Um welche Geschichte geht es eigentlich, was Ostdeutschland angeht? Ja. Geht es da um 50 Jahre, geht es da um 100 Jahre oder geht es da um eine Dimension von 1000 Jahren? Ja. Was sagst du dazu? Also ich meine, was die Siedlungsgeschichte angeht. Die Siedlungsgeschichte? Ja, das war alles im Grunde genommen eine friedliche Veränderung. Das waren das 700, 800 Jahre, oder? Ja. Also gerufen. Ja, wir wurden gerufen. Wir haben das Land kultiviert. Ich meine, Breslau wurde ja 1200, also 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, wurden die ja alle nach Magdeburger Recht oder lübischem Recht, Magdeburger Recht, wurden ja diese ganzen Städte von Deutschen gegründet. Der Breslauer Dom ist 2 Jahre älter als der Kölner Dom. Naja. Wie ist das? Also was sagst du zu dieser... Es gab ja mit der...
ja, Ende Zweiten Weltkrieges beziehungsweise Vertreibung gab es ja Rückgewinnung der urpolnischen Gebiete. Ja, ja. Gibt's ja. Das ist natürlich ein schamloser Trick der polnischen Kommunisten. Ja. Die wiedergewonnenen Gebiete. Ja. Das darf mir sagen, wenn wir wieder dorthin zurückgekommen, da hätten wir unsere Gebiete wiedergewonnen. Mhm. Naja. Ich lache doch bloß. Wo du vorhin das Lied sagst, da kam etwas so von die Sonne tauchte auf und auch die klaren Sterne. Ja. Also der Himmel. Ja. Die Landschaft. Ja. Ich habe im Gästezimmer, wo wir bei dir als Gast im Augenblick einquartiert sind, eine Platte gefunden, Schlesische Weihnacht. Ja. Und ja, du hast uns ja gestern etwas mit der Krippe, ja, die aus, also handgefertigt, ja, aus Chemnitz stammt. Ja. Von einem, wie sagt man, Schnitzermeister. Ja. Und kannst du etwas dazu sagen? Hier ist ja zum Beispiel die Kirche Wang, ja, abgebildet. Welchen Bezug hat ein Schlesier oder auch du persönlich speziell, was wir heute allgemein in der Moderne erfahren, ist das noch eine deutsche oder eine schlesische Weihnacht? Und welchen Bezug hast du dazu? Ja, natürlich. Was zeichnet eine schlesische Weihnacht aus im Vergleich zu heute, was wir heute so... Das sind schlesische Lieder, ja, beispielsweise wie es Transeamus oder zu Bethlehem ward Gottes Sohn zu unserem Heil geboren. Das sind alles schlesische Weihnachtslieder. Wie ist das ganze das Gesangesgut? Wird das heute überhaupt noch gesungen? Ist das im Westen, nee, überhaupt noch präsent? Wird nicht mehr gesungen. Ist auch nicht mehr präsent. Das war doch, das war doch 500 Jahre, 700 Jahre, ja, Geschichte. Früher, ja, war das, ja, sehr. Man sagen, das wurde gepflegt. Ja, das wurde gepflegt. Es wurde auch im Radio gespielt, ja, es wurde gefeiert. Und jetzt wird es eben nicht mehr gepflegt. Und diese Platte hier, ja, die habe ich erst vor 6 Wochen geschenkt gekriegt. Ja. Von einem Schlesier Nachkommen. Mhm. Sein Vater war so ein Schlesier. Mhm. Und er hat das alles gesammelt. Und der Sohn hat nicht das geringste Interesse, er wollte es wegschmeißen. Also ob ich Interesse daran hätte, na freilich, habe ich gesagt, da habe ich Interesse daran. Ich meine, es ist ja so, dass... So geht's. Der Vater ist Schlesier, ja, hat Interesse an Schlesien und der Sohn interessiert sich nicht, ja, dafür. Es gibt doch viele, sag ich mal, namhafte Literaten... Das schenke ich doch nie weg. Natürlich nicht. Und wirft man auch nicht weg. Nee. Nee. Ist ja eigentlich ein Kulturschatz, der allen geschenkt ist. Ich meine, das ist ein Weltkulturerbe, ist der Welt geschenkt. Ja. Ja, ich meine, spielt ja gar keine Rolle, woher. Aber alles, was ja hinter oder Neiße, ja, quasi war, das wird ja im Westen oder im Kommunismus wird das ja auch, sag ich mal, von politischer Korrektheit, wird das ja einfach totgeschwiegen. Ja. Obwohl ja Gerd Hauptmann ist ein schlesischer Dichter. Ja. Aber es werden heute gar keine Das ist ja die Meister gar nicht. Wissen Sie nicht mehr? Es werden ja heute auch gar, ich wüsste nicht, wo heute noch Gerhard Hauptmann-Stücke, ja, meine Nobelpreisträger, ja, aufgeführt werden. Ja. Man diskutiert auch, dass Schulen, die einen Gerhard Hauptmann-Namen haben, ja, dass man den aus politischen Gründen den Namen streichen will. Ja. Oder ein Eichendorff, ist ja der meistvertonte Dichter der Welt. Ja. Aber die meisten wissen gar nicht, dass der eben aus Oberschlesien stammt. Nee, das wissen sie nicht. Wie siehst du das mit dem Kulturgut, was quasi über diese Vertreibung jetzt letztendlich 75 Jahre her, was dort heute totgeschwiegen wird, ist, ja, ist das ein Verlust? Aktiv totgeschwiegen wird das. Aktiv? Aktiv. Und das ärgert mich. Ja, wie ist das? Ist das jetzt nur ein Verlust für dich, für, sag ich mal, die das real erlebt haben, oder ist es ein Verlust für alle? Natürlich ist das ein Verlust für alle. Nur die Meister seien sich dessen gar nicht bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, mhm, und mir tut das weh. Und meinst du, dass es nur die was angeht, die, sag ich mal, guck mal, du gehst jetzt Richtung 80. Ja. Ich habe ja auch sehr viele Schlesier, viele andere Heimatvertriebene, über 80-jährig, 90-jährig, die inzwischen, ja, eben gegangen sind, gestorben sind. Ja. Geht es auch die Nachgeborenen was an, von der Gnade der späten Geburt, haben die auch was damit zu tun? Natürlich. Also die Kinder, die Enkel, natürlich, die Urenkel. Das geht alle Nachkommen 500 Jahren noch was an oder 1000 Jahren. Kann man seine Vergangenheit, seine Herkunft leugnen? Also nee, kann das, ohne dass es Folgen hat? Nee, kann man nicht.
Das gibt dann sogar körperliche Schmerzen. Ich kenne zwei Physiotherapeuten, die merken immer wieder, wenn sie Patienten haben, die möglicherweise jeder Behandlung trotzen, wenn sie dann noch hocken, dass das Vertriebene sein. Und die haben das bloß nicht verarbeitet. Und wenn die dann noch hocken, dann öffnet sich was. Auf einmal, wenn sie bereit sind zu erzählen. Also es hat was ganz Starkes mit Identität, mit Herkunft zu tun. Natürlich. Also mit wirklich mit ja. auch Familienerbe. Ja. Und ich sage eben immer, ich bin ein Schlesier und das will ich bleiben. Ja. Und du willst ja auch zurück. Und ich labe mein Schlesier. Und du lebst auch dein Schlesier. Ich habe mir als Vierjähriger geschworen, ihr Pullacker, das schwöre ich euch, ich komme wieder. Ich komme eines Tages wieder. Mit 4 Jahren, wenn du deine Heimat verlierst, was ist dann die Heimat? Hast du keinen Bezug dazu? Aber dann aus der Erzählung, wenn die Mutter und die Tante Anna in der Russenzone beim Kaffeetrinker waren, da ging es bloß von Schlesien. Da wurde das ganze Dorf durchgehechelt und ich kannte jeder Norma, ohne die jemals gesehen zu haben. Aber ich wusste, was das ist. Und das war meine Identität. Und was alles passieren kann, das möchte ich jetzt noch erzählen. Ich habe einen Schwager gehabt in Dresden, der Mann von der älteren Schwester, da war hat einem Albertinum oder wie man das nennt, war Münzpräparator und da hat ein unheimliches Wissen gehabt, war Antikommunist und hat also alles lächerlich gemacht. Und mir hat da vor ein paar Jahren, jetzt lebt er leider nicht mehr, ein Geschwistertreffen in Dresden. Und da habe ich mich mit meiner Schwester unterhalten, oben sind halt 12. Und da kommt der Alois, also hieß mein Schwager, da kommt rein und knallt mir auf einmal eine kommunistische Parole an den Kopf, dass ich balle betäubt gewasst wäre. Ihm, dem Antikommunisten, habe ich so an Mist nie zugetraut. Weißt du die Parole noch? Ja. Und zwar hatte ich an meiner Heckscheibe eben ein Grußbratia schlesischer Adler drauf und ein bogenförmiger Schrift, satt auf satt, ein Schlesierlerge. Kannst du das, was heißt das genau, satt auf satt? Schaut einmal, schaut, eine Schlesierlerge. Und was ist dieser Begriff, ein typisch schlesischer Begriff, diese Lerge? Lerge kannst du das erklären für welche, die die Mundart nicht kennen? Lerge ist für Bayern beispielsweise ein Hundling. Was ist ein Hundling? Ein Hundling ist einer, dem alles gelingt oder ein ganz durchtriebenes Schlitzohr. Aha. Also man sagt auch, Breslauer Lerge? Ja, das kannst du also positiv oder negativ nennen. Wenn dir jemand das kennt. Ist wie ein Kosenamen oder ja, eigentlich eine Liebkosung. Wenn du jemanden erkennst, da dem alles gelingt, dann sagt man, das ist vielleicht ein Lerge. Oder wenn du aber auch jemanden erkennst, da der ein Miststücke ist. Du verfluchte Lerge, dir war ich noch Zeiger. Also Lerge gilt für positive wie auch für negative. Was bedeutet für dich Schlesisch in Mundart, dich mit jemandem auf schlesische Mundart unterhalten zu können? Das ist mir ganz wichtig, aber nochmal zurück zu meinem Schwager, in Dresden. Ich hatte also den schlesischer Adler hinten und auf dem Auto. Gesagt, ein Schlesierlerge und grün unterlegt, ein Schriftzug, ich will zurück. Und das hat mein Schwager gestört. Und weil ich das habe, ich will zurück. Und was hat er drauf, wie hat er dich dann bezeichnet? Er kommt rein,
Heide Kichi, ich habe mich mit der Veronika, meiner Eltern Schwester, unterhalten. Und der Tod in so Unterbrecher, über Schlesien, Tod mich unterhalten. Mhm. Tod ich mich mit der Veronika unterhalten. Und der Tod mich unterbrecher und da brüllt er mich an. Also, es wird höchste Zeit, dass dir mal einer gescheut die Meinung sagt. Das, was du an deinem Auto zu stehen hast, das ist schon mehr als Revanchismus. Passiert. Er, der Antikommunist, brüllt mir eine kommunistische Parole entgegen. Weiß da überhaupt, was er macht? Also ihr Heimatvertriebenen, also ich meine... Er hat ja mit seinem Erfurt seine Heimat nicht verloren, aber er spricht mir meine Heimat ab und will mir vorschreiben, was meine Heimat zu sein hat. Und es wäre Revanchismus, wenn du deine Heimat liebst? Ja. Und wenn ich die wieder haben will, ich will zurück, das hat er gestört. Das ist schon mehr als Revanchismus. Und aus heutiger Sicht habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich hätte aufstehen sollen und das Geschwistertreffen platzen lassen. Meine Sachen packen und heimfahren. Also aus der Würde heraus? Ja. Und auch aus... Ja. Du schreibst mir nicht vor, was meine Heimat zu sein hat. Das bestimme ich ganz alleine. Ist einfach ein... Ist ja. Einfach, ist einfach. Und wenn Schlesien ich als meine Heimat betrachte, dann ist es halt meine Heimat. Das heißt ja noch lange nie, dass ich es auch wieder kriege. Ja, aber du hältst es schon gern wieder. Ja, natürlich. Wie stehst du zu dem, es wird ja oft gehandelt... Und dann nennt er mich einen Revanchisten. Es wird ja und selbst auch in Vertriebenen... Dann ist er leider gestorben und ich... konnte das nie bereinigen. Es gibt ja so diesen Begriff selbst auch in, es gibt ja Bundesvereinigung, Landesvereinigung, sag ich mal, die Heimatvertriebenen, also die Unterverbände, ob das Ostpreußen sind, Pommern, Schlesienverbände und selbst in den Kreisen, in denen ich mich ja auch über viele Treffen ja weiß, wie Stimmungen und so weiter sind, wo man von zweiter Heimat spricht. Was hältst du davon, von wegen zweiter Heimat? Es gibt nur eine Heimat und für mich heißt die Schlesien. Und Bayern, ich habe es vorhin schon gesagt, ist mein Exil und nicht meine Heimat. Obwohl ich mich in meinem Exil sau wohl fühle. Ich wurde mal in Freiburg gefragt, wie ich mich definiere. Und da habe ich auch überlegt, was sage ich jetzt? Ja. Mache ich jetzt irgendwie eine Drumherum-Geschichte? Ja. Und ich habe damals nach dem, welcher Begriff fasst, wie ich mich, ja, ich bin ja erst 64 geboren, also nachgeboren. Ja. Also ich bin ja in Ostwestfalen-Lippe geboren. Ja. Bin unter schlesischen Frauen, also mütterliche Linie, aufgewachsen. Und dann habe ich damals in Freiburg, im Freiburger Land, also in Baden, gesagt, ich bin deutscher Zwangsmigrant. Ja, das ist und die korrekte Definition. Ja, weil, Zwangsmigrant. Ja, ich meine, was bin ich? Ich bin kein Lipper. Ich bin, ich bin in Bielefeld geboren, ich bin nicht Ostwestfale, also Ostwestfalen-Lippe. Ja. Keiner in Ostwestfalen-Lippe würde mich akzeptieren, weil ich ja dort definitiv nicht von mehreren Generationen herstamme. In Baden, ich bin kein schlesischer Badener, so wie ja jemand sich als anatolischer Schwabe bezeichnet, was soll sowas sein, sowas gibt es nicht. Ich bin kein preußischer, ich weiß, also preußischer Badener, ich würde auch nicht einen Dialekt mehr annehmen, den jeder sofort erkennen würde. Du bist ein, was sagt man da unten, Nein-Geschmeckter, dahergelaufener. Ja, ich will das gar nicht vorgeben, das zu sagen. Nee, ich bin das nicht. Ich bin und bleibe Schlesier und ich bin bekennender Schlesier. Ich auch. Ich fühle schlesisch und auch über meine Vaterlinie ostpreußisch, also Preußen sowieso. Man sagt, nur Preußen gäbe es nicht mehr, gibt auch, ich habe das unten erlebt. Ha, Preußen ist ja aufgelöst worden. Nee, Preußen lebt. Ja. Wir leben noch und solange wir, unser Geist, und das auch noch verkörpern, ist Preußen und auch Schlesien lebendig. Ja. Weil wir sind ja noch nicht tot. Ja. Patrick, ich möchte dich bitten, dass du mit mir runterkommst in mein Wartezimmer, in mein Warteraum. Dort hängt nämlich, und das ist mein öffentliches Bekenntnis, die Heimatkarte von Schlesien und dass du die fotografierst. Jawohl, wunderbar. Das machen wir jetzt gleich, machen wir mit den Schnitt. Wunderbar. Schön, schöne Überleitung. Ja. Ja, einfach, das passt jetzt gerade. Ja, wunderbar.